Ja, hallo, ich möchte Sie alle begrüßen im Namen vom Verschönerungsverein Stein auf der Frauenbergkirche zu unserem heurigen Weinbrunnenfest. Wir werden jetzt die nächste dreiviertel Stunde kurz ein wenig begnügen mit unserem Trachtenverein unter der Leitung von der Friedetant und der Kapelle, der Stadtkapelle Krems unter der Leitung mit dem Peter Surbeck. Dann will ich nicht mehr weiter viel reden, sondern gleich einmal kurz das Wort an Herrn Derler, unseren Vizebürgermeister, richten. Ja, vielen Dank, Thomas Schoppmann des Verschönerungsvereins, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie kennen es sicher, 2 Moses 33, ich führe euch in das Land, wo Milch und Honig fließen. Stein 2014, der Verschönerungsverein führt uns in das Land, wo der Weinbrunnen fließt. Diese Tradition ist eine Tradition, die nun schon sehr lange lebt und ich glaube, das macht unsere Gegend aus, das macht unsere Region aus, das macht vor allem unseren Stadtteil Stein aus. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn unsere Tänzerinnen und Tänzer vom Steiner Trachtenverein unter der Leitung von Friedi M. Berger uns immer wieder ganz tolle Sachen zeigen und wir einfach begeistert sind davon, dass es auch heute noch möglich ist, junge Menschen davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, Traditionen hochzuhalten. Und traditionellerweise natürlich auch die Stadtmusikkapelle mit dabei. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie erleben heute Tradition pur hier in Stein. Bei der Frauenbergkirche, ein ganz traditioneller Platz, der ursprüngliche Platz der Kirche von Stein. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag mit den vielen Darbietungen, die Sie nun sehen werden. Und im Anschluss daran genießen Sie den Steiner Wein, der dann aus dem Brunnen, an dem wir ja vorbeigegangen sind, fließen wird. Ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Spaß und eine schöne Sonnenwende. Ja, auch ich begrüße Sie auf das Allerherzigste. Danke für die lieben Worte, dass wir immer so tüchtig tanzen, dass wir so viele Kinder sind. Es schaut das super aus. Ja. Ich lade Sie ein, mitzusingen mit den Kindern bei den Singtänzen, denn sie brauchen wirklich eine kräftige Unterstützung. Unsere Jüngsten werden jetzt einmarschieren und zeigen als erstes, wollt ihr wissen, wie es die kleinen Mädchen machen. So, bevor jetzt das Ganze angeht bei unserem Weinbrunnen, möchte ich nur für die, die was nicht von hier sind, kurz erklären. Dort hinten gibt es Weingläser zum Kauf um 1,50 Euro und man kann dann daher gehen zum Weinbrunnen und sich einen Wein holen. Der Wein ist heuer wieder vom Winzer Meier Resch zur Verfügung gestellt. Die ÖVP Krems ist als Weinspender aufgetreten.
Ich möchte mich auch bedanken beim Herrn Wolf und beim Herrn Fries, die was vorne stehen beim Glasverkauf, beim der Birgit Tscherne, bei der Biro Irene und beim Lacken Stefan, die was dort vorne stehen und uns die Brote und das alles verkaufen auf Rokade und sowas gibt es dort zum Erwerben. Dann in Schaferbude, dass er uns da jahrelang schon geholfen hat beim Weinbrunnen. Der Familie Bleim, damit sie da, uns unterstützen, dass da überhaupt der Wein rausfließt aus diesen Weinbrunnen und dass wir da den Keller und das auch alles benutzen können. Da kommt jetzt noch der zweite, das ist eh der Winzer, der Meier Resch, der hilft da auch mit beim Ausschenken. Gut, ich übergebe jetzt das Wort dann an Herrn Gemeinderat Derler. Entschuldigung, Johann. Der wird noch kurz die Worte reden und dann werden wir den Wein fließen lassen. Danke. Ja, herzlich willkommen noch einmal. Ich will euch nicht mehr lange aufhalten. Nach den fließenden Tänzen jetzt der Volkstanzgruppe und den fließenden Klängen der Kapelle und den fließenden Läufen der Harmonikaspielerinnen sind wir überrascht worden vom fließenden Kantnerisch der Gesangsgruppe. Ja, herzlich willkommen noch einmal. Lasst euch den Wein dann schmecken. Wünsche angenehme Gespräche und einen netten Abend.